Hallo, ich bin der Ulrich. Heute stelle ich euch mein E-Bike vor, das Riese Müller Hommage. Und ich bin die Daniela und ich stelle euch danach mein Riese und Müller Nevo 3 vor. Aber ich lasse jetzt erstmal dem Ulrich den Vortritt. Bis gleich. Hier ist also Riese Müller Hommage GT Vario in der Komfortoption. Wir haben unsere Räder Anfang Dezember bestellt, letzten Monat erhalten, also ein paar Monate hatten wir Wartezeit drauf. Haben unsere Räder letzten Monat abgeholt, sind also schon auch ein paar kleinere Touren gefahren und wollten jetzt heute einfach mal vorstellen, wie unsere Fahrräder sind und vielleicht auch schon mal die ersten Eindrücke oder Erfahrungen. Es gibt hier vielleicht ein paar kleine Mängel, die man vielleicht ansprechen könnte, aber ansonsten hervorragende Fahrräder, also wirklich hervorragende Fahrräder. Also von der Grundausstattung habe ich gesagt, ein GT Vario. Ich habe die Komfortausstattung genommen, kann ich gleich nochmal einblenden hier mit dem Lenker. Das heißt, hier ist der gebogene Lenker dran. Ich habe es getestet vorher, habe den normalen Lenker gefahren und den Komfortlenker und habe mich dann aufgrund des Tests für den Komfort entschieden. Ja, auch sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Wir haben uns für die Farbe Weiß entschieden, weil wir das optisch hervorragend fanden für diese Fahrräder. Deswegen in Weiß. Ja, wir haben beide Tiefeinsteiger, ich also das Hommage. Hommage ist ein vollgefedertes Fahrrad. Und ja, im Gegensatz zu verschiedenen Kommentaren in verschiedenen Foren ist also kein Behindertenfahrrad und kein Seniorenfahrrad. Das ist einfach ein komfortables Fahrrad und ich bin überzeugt vom Tiefeinstieg, ist einfach bequem und komfortabel. Und gerade auf unseren Touren sehe ich immer wieder Leute, die normale Trapezrahmen haben, also mit einer Stange, mit einer Querstange dazwischen und ja, kriegen das Bein mitunter gar nicht hoch genug, um hinten über den Sattel drüber zu kommen und bleiben an der Satteltasche hängen. Dann sage ich mir, ja, warum kauft man sich denn keinen Tiefeinsteiger? Wahrscheinlich, weil das Vorurteil herrscht, ja, es wird für alte Leute oder ist ein Damenfahrrad. Und als Mann heutzutage, der früher in der Höhle noch mit der Keule rumgelaufen ist, der fährt ja nicht mit einem Damenfahrrad, weil nur ein Anschein erweckt wie ein Damenfahrrad. Ne? Nee, Spaß beiseite, also Tiefeinsteiger komfortabel, bis zum geht nicht mehr. So, die Ausstattungsvariante, die ich noch gewählt habe, wäre Frontgepäckträger dran. Wir haben ein Neon-Display gewählt, ist ein 625er Akku drin. Wir haben hier eine Sattelabsenkung. Das heißt, der Sattel fährt vorne auf, wenn ich den Knopf betätige, dementsprechend rauf und runter. Ich kann den absenken. Kannst du eigentlich mal dich mal draufsetzen und da zeigen? Ja, also ich Sattelabsenkung. Funktioniert so. So kann ich, wenn ich an der Ampel ankomme, habe ich die Füße auf dem Boden. Also weil ich sehr praktisch empfinde, ich stehe immer sicher. Und sobald ich anfahre und gehe mit dem Po aus dem Sattel raus, drücke ich den Knopf und die Sattelstütze fährt wieder nach oben in die ursprüngliche Position, auf die sie eingestellt war, zum Fahren. Also ist ein Gadget, muss man sagen. Wird jeder sagen, habe ich mir auch am Anfang gedacht, braucht man nicht. Ich möchte es jetzt nicht mehr missen. Ich finde es wirklich gut. Ich benutze sie auch zu 95% aller Fälle benutze ich sie. Ja, ist einfach eine gute Komfortausstattung. Dann haben wir natürlich einen Riemenantrieb haben wir genommen mit der Enviolo-Schaltung hier vorne. Also ja, so haben wir es ausgestattet genommen und sehr, 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 sehr zufrieden damit. Sattel neuer drauf gekommen natürlich direkt, weil der Standardsattel von Riese Müller ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Mag ja für manche einen passen. Für unseren Popo nicht. Eben, genau. Für uns passte der nicht. Deswegen haben wir den schnellstmöglichst den Sattel gewechselt. Und hier ist der Esculap 621 drauf. Und ja, mit dem bin ich auch wirklich sehr zufrieden. Da gibt es nichts dran zu meckern.
paar Kleinigkeiten, die nicht so toll sind, ist zum Beispiel bei diesem Fahrrad noch mehr als beim Nevo. Die Pedale ist sehr, sehr weit unten. Also wenn der Pedalumdrehung unten ist, kommt die Pedale, habe ich noch vielleicht einen Zentimeter, anderthalb Zentimeter Platz bis zum Boden. Was zur Folge hat, dass man nicht nur in den Kurven aufpassen muss, dass man die Pedalstellung immer in einer waagerechten praktisch hat, sondern man muss also auch, wenn man über Bodenwellen, da setzt sogar bei Bodenwellen teilweise die Pedale auf. Das ist einfach nicht toll, das muss man sagen. Also da hätte man sich überlegen müssen, ich weiß nicht wie, ob man nicht das Motorgehäuse ein Stückchen höher oder das Pedalgehäuse ein Stückchen höher gemusst hätte, um da eigentlich mehr Bodenfreiheit zu bekommen. Selbst in der Gebrauchsanweisung von Driese Müller steht drin, dass man da vorsichtig mit sein soll und nur in Horizontalen ausgelegt sind, in den Kurven fahren soll, weil es sonst gefährlich wird. Ja. Dann sind das, also das ist, finde ich, nicht gerade was Gutes. Und man muss sagen, dass jetzt praktisch, wir waren gestern beim Fahrradhändler, um beim Danielas Fahrrad was einstellen zu lassen. Dann haben die gleichzeitig mal eben kurz bei mir drüber geguckt und wollten Luft auf meinen Dämpfer machen und dabei festgestellt, dass der Dämpfer defekt ist. Das heißt, ich habe jetzt hier einen kaputten Dämpfer, dämpft auch nicht mehr und der wird jetzt ausgetauscht. Keine Ahnung, der sagte, eine Woche kann es dauern, bis Riese Müller das Teil da hat, geliefert hat. Da muss also ein neuer Dämpfer rein. Macht jetzt, ist zwar ärgerlich, aber jetzt kein Grund, das ganze Fahrrad zu verteufeln. Ist nun mal eben so, kann passieren. So, anderes war Einstellung, dass der Fahrradständer war ab Werk so ausgelegt, dass das Fahrrad komplett gerade stand. Und beim leisesten Wind so fiel das Fahrrad um. Also das musste eingestellt werden. Hätte ich auch selber gemacht, aber das war ein bisschen Fummelarbeiter, von hinten an die Schraube zu kommen. Also das habe ich beim Fahrradhändler machen lassen. So. Ihr seht also hier den Komfortlenker geschwungen. Hier mit dem Vorbau, mit dem Neon-Display. Eigentlich vorne hervorragend gelöst, sieht optisch wertig, richtig wertig aus und richtig gut. Kann man nicht anders sagen. Hier sieht man die Schaltung, die Enviolo-Schaltung, stufenlos, drehbar. Hier sieht man, hier verändert sich, je nachdem wie ich habe. Jetzt wird der Gang leichter, so wird es weniger. Also das ist, so. Dann haben wir hier Handyhalterung, schon die zweite, die ist jetzt hier aus Aluminium. Sie ist nicht schlecht, aber ist halt eine Fummelarbeit. Ich klemme hier mein Handy ein. Ne? Muss ich hier so einklemmen, einmal zumachen und dann muss ich hier hintergreifen und die Schraube anziehen. Also das empfinde ich auch beim Lösen mehr als Fummelarbeit. Das ist für mich nicht die beste Lösung. Deswegen, ich werde mir hier noch den Handyhalter von SB Connect montieren, sobald ich mein neues Handy habe. Dann wird das Case dazu gekauft und dann lasse ich mir ein SB Connect, weil ich die Handhabung, alles was ich gesehen habe, viel einfacher und leichter empfinde. Hier haben wir ein ganz komfortables Gadget. Das ist normalerweise eine Taschenlampenhalterung für das Fahrrad. Die habe ich aber jetzt zweckentfremdet. Und zwar habe ich hier mein Handstativ für die GoPro. Und bei Filmaufnahmen ist es immer so, wenn ich es in meiner Hand habe, die ganze Zeit, finde ich A, mitunter gefährlich und B, will man auch zwischendurch mal nicht in der Hand haben. Also, Kamera hier in der Hand gehabt, danach einfach einklemmen, hier einfach reinschieben, einmal ausrichten, hier oben den Schnellspanner zumachen und schon hält die Kamera bombenfest. Da kann ich über Schlaglöcher fahren, über Kopfsteinpflaster, völlig egal, hält bombig. Wenn ich jetzt lösen möchte, ganz einfach den Schnellspannverschluss wieder komplett lösen. Und dann kann ich die Halterung rausnehmen und kann weiter filmen. Wenn ich fertig bin, wie gesagt, einfach reinstecken. Und das kann ich alles mit einer Hand bedienen und wieder feststecken. Also das ist wirklich ein gutes Gadget für die Filmaufnahmen.
sehr gut. Hier ist die Bedienung fürs Nüren. Hier haben wir die Fernlichtfunktion und hier ist der Hebel für die Sattelstütze zum Bedienen. Dann haben wir noch ein ganz preiswertes Gadget. Unsere Spiegel, die haben wir im Doppelpack gekauft. Die haben also wirklich nicht viel. Das war wirklich, wie man so sagt, wer billig kauft, kauft öfter. Ist in diesem Fall mal nicht so. Die Spiegel waren sehr, sehr preiswert. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Also reicht völlig und ganz aus. Ja, und ist ein bisschen Sicherheit, um auch den rückwärtigen Verkehr im Auge zu behalten. Das, also soweit das Cockpit. Dann haben wir hier unsere Satteltaschen. Haben wir gekauft von VD. VD deshalb auch, weil wir die Firma wegen ihrer Nachhaltigkeit mögen. Gibt ja nun mal auch nicht viele Firmen, die von Greenpeace empfohlen werden. Darunter zählt unter anderem VD. Und wir haben sie genommen. Sie sind jetzt ein bisschen dreckig. Hätten wir für ein Video sauber machen können, haben wir aber nicht gemacht. Ist also eine graue Struktur. Und dann in der Farbe, sie sehen also passend zum sehr wertig aus und nicht so wie meinetwegen diese glänzenden Planenstoffe, die wir der Meinung sind, die nicht unbedingt so hübsch aussieht oder gut aussieht. Finden wir sehr wertig, sieht richtig edel aus. Wenn sie nicht dreckig sind, gefällt uns eigentlich ganz gut. Dazu müssen wir sagen, haben wir die Abstandhalter vom Bikepart Jantos haben wir gekauft. Die regeln den Abstand, dass die Taschen nicht direkt am Gepäckträger befestigt werden. Hat er den Vorteil, das wird nicht verkratzt. Hier sind einmal befestigt und dadurch kommen die Gepäcktaschen weiter nach außen. Somit kann auf dem Gepäckträger noch meinetwegen ein Korb könnte montiert werden oder auch andere Gepäckteile, was sonst nicht der Fall wäre, weil die Gepäcktaschen hier säßen. Das wäre also sehr, sehr eingeschränkt. Ja, also diese Abstandshalter kann ich auch nur empfehlen. Passt sehr gut. Dann haben wir, ist ein bisschen lang geworden hier das Schloss. Ein Abo-Schloss haben wir genommen mit einem Vorhängeschloss und haben die durch die Laschen von den Taschen gezogen. Soll dazu dienen, da wir die Gepäcktaschen, ja meistens, da ist nichts Besonderes drin, die lassen wir dann meistens dran. Oder wenn wir auch eingekauft haben vom Supermarkt und zerfahren zum nächsten, lassen wir die Gepäcktaschen dran. Gehen dann rein. So, wenn jetzt jemand auf die Schnelle mal eben was mitnehmen will, mal so ein Gelegenheitsdieb, ja, der wird einfach die Tasche, wenn er sich auskennt, anpacken, hochziehen, mitnehmen. Weil sie löst sich ja sofort aus der und schon ist es geschehen. Kann dabei nicht passieren, die sind damit verbunden. Wenn einer jetzt ein Messer dabei hätte oder sonstiges, schneidet er durch, natürlich. Aber für den Gelegenheitsdieb, für den eben mal den Diebstahl für eben zwischendurch, ist das schon mal, denke ich, ganz gut gesichert. So haben wir das bei beiden Rädern gemacht. Auf dem Frontgepäckträger vorne haben wir uns jeweils diese Basel Fahrradtasche zugelegt. Ich löse die mal eben. So. Wie man hier sieht, auf den Gepäckträger. Das ist die MIG-Adapterplatte. Hat normalerweise 4 Verschraubungen. Da auf diesem Gepäckträger leider Gottes weder die MIG-Adapterplatte noch die GTA-Adapterplatte richtig drauf passen. Also das heißt, hier praktisch die MIG mit 4 Verschraubungen. Da bin ich hinterher hingegangen und habe mir überlegt, vielleicht geht es auch einfach mit 3. Und sieh da, es funktioniert mit 3. Es ist also nur an 3 Verschraubungen befestigt. Die 4. habe ich abmontiert und weggelassen. Und man sieht jetzt hier, hier ist nichts. Und wenn ich hier drücke, da minimal bewegt sich das. Ansonsten ist das hier absolut stabil. Ja, also da passiert gar nichts, wenn ich es auch nur an 3 befestige. Ja, also das. Und ich kann sie jetzt auch weiter nach da machen oder weiter nach da machen. Das passt alles. Also 3 Verschraubungen. Wenn ich die nur nehme, kann ich die Platte, egal wie, kriege ich immer auf dem Gepäckträger befestigt. Ja, das dazu.
zum nächsten Zubehörteil. Unser Schwergewicht. Wir haben uns jeweils für beide Fahrräder ein Schloss von der Firma Kohlenburg zugelegt. Ja, ist ein schweres Teil, 3,5 Kilo. Dafür ist es aber auch sehr stabil. Wir nehmen es auch immer mit. Ich habe schon bei verschiedenen Kommentaren gelesen, dass sie das Schloss nur zu Hause nutzen, weil es zu schwer ist. Ich bitte, sollte ja auch sicher sein. Und dieses Schloss ist absolut sicher. Natürlich, wenn einer mit einem Akkutrennjäger durch die Gegend läuft, der kriegt jedes Schloss auch dieses. Der braucht hier vielleicht eine Minute für, dann ist das Schloss mit einem Akkutrennjäger auch durch. Aber für normale Verhältnisse ist das ein absolut sicheres Schloss, wo wir uns dann schon sicheres Gefühl bekommen, wenn wir die Fahrräder abschließen. Denn am Anfang ist es immer so, man geht irgendwo rein, man ist nervös am Anfang, wenn man wieder rauskommt, sind die Fahrräder noch da. Aber mit dem Schloss hier bin ich mir da ziemlich sicher, dass sie für den normalen Diebstahl völlig verhindern werden. So. Das war jetzt erstmal im Großen und Ganzen die Vorstellung von meinem Fahrrad. Wie gesagt, Links sind unten in der Videobeschreibung dazu. Jetzt stellt gleich Daniela ihr Fahrrad vor und wir machen jetzt mal einen fliegenden Wechsel. Ja, hier haben wir mein gutes Stück. Das ist das Riese und Müller Nevo 3 Vario. GT. Ach nee, GT, Entschuldigung. GT Vario. Ja, gut, dass ich den Ulrich dabei habe. Ja, hier ist jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Wie ihr seht, auch weiß und hat auch einen 625er Akku. Genau. Frontgepäckträger. Genau, alles identisch, außer mein super hübsches Körbchen hier hinten drauf. Ich glaube, das wollte der Ulrich nicht unbedingt. ja, ansonsten auch die Taschen, auch hier in doppelter Ausführung. Auch den Esculape-Sattel. Und vielleicht hat da von euch noch einer eine Idee. Der ist zwar super bequem für mich, aber ich bin damit noch nicht hundertprozentig zufrieden. Also nicht so sehr wie der Ulrich, weil wenn ich auf Ulrichs Fahrrad sitze, mit dem identischen Sattel, sitze ich super bequem. Also ich setze mich drauf und ja, es tut nichts weh. Ich setze mich auf meinem Fahrrad hier, auf den gleichen Sattel und habe sofort an den Sitzbeinknochen Schmerzen. Also ja, richtig Schmerzen, richtig unbequem. Und wir haben also schon die Höhe eingestellt, hoch, tief und den Sattel weiter nach vorne, weil ich rutschte auch immer nach vorne. Ne? Und dann waren wir gestern beim Service bei Meinhöfel gewesen und haben das Problem da vorgestellt. So hundertprozentig, sag ich mal, war da auch nicht die Beratung. Die schienen auch nicht genau zu wissen, wobei der gute Mann dann sagte, es könnte an der Sattelstütze hier liegen. Ich weiß nicht, was hatte ich davor, Anne? Davor war die normale Riese Müller, diese Sun Creek gefederte Sattelstütze. Die haben wir jetzt ausgetauscht. Genau, und da ist eine ganz einfache, starre Sattelstütze drin. Also wirklich das Preiswerteste vom Preiswertesten ist da jetzt einfach drin, ohne jeglichen Komfort. Und trotzdem ist jetzt danach das Fahrgefühl für mich schon um ein Vielfaches besser. Also ich rutsche nicht mehr nach vorne, bleibe also jetzt schon auf dem Sattel sitzen. Aber es ist nach wie vor trotzdem nicht so bequem wie dieser Sattel beim Ulrich auf dem Fahrrad. Also falls irgendjemand von euch eine Idee hat, woran es liegen könnte, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich super freuen. Das also zu dem Sattel. Denn ein kleines Manko ist hier die Kappe zum Aufladen vom Akku. Die finde ich, das ist nur also so eine Gummilasche hier. Und wenn man die dann wieder zumachen will, dann ist das eine richtige Fummelarbeit. Seht ihr das? Das hält überhaupt gar nicht. Also man muss richtig mal fummeln und genau den Punkt treffen, wo es hält. Und da finde ich bei so einem teuren Fahrrad, da hätte man aber auch, für einen Euro mehr wahrscheinlich eine
eine ordentliche Kappe dran machen können. Also und finde ich ein bisschen schade drum eigentlich. Ist gut, das wird hier oft bemängelt, Paris. Also da hätte man wirklich, da hätte man auch bei der Wertigkeit des Fahrrads hätte man da auch eine Aluminiumklappe hinmachen können oder sowas in der Art. Und eine feste Plastikkappe hätte ja schon gereicht. 5 oder 10 Euro hätten sie ja mehr nehmen können, Riese Müller. Wir haben dafür natürlich jetzt schon einen Ersatz gekauft. Wir gehen davon aus, dass sie über kurz oder lang kaputt geht. Und da haben wir eben auch vom Bikepart Jantos schon eine Abdeckkappe gekauft, die wir dann auch montieren können. Also eine aus Kunststoff. Ja. Ja, dann sei noch gesagt, hier vorne unsere Lampe, die war vorher hier unten, hier auf dieser Höhe. Und dadurch, dass wir aber hier diese Tasche drauf haben, schien also quasi das Licht gegen die Tasche. Und somit haben wir gestern hier dieses kleine Stück vom Service haben einsetzen lassen. Und damit ist die jetzt quasi hier drüber. Also eigentlich eine super Lösung. Und für den Straßenverkehr ist sie jetzt regelkonform. Ja, also absolut top. Ne? Ja, ansonsten ist zu dem Fahrrad eigentlich nicht viel zu sagen, außer ich bin super zufrieden damit. fährt sich gut und ich bin absolut, absolut begeistert davon. Wobei ich ganz am Anfang gesagt habe, so ein teures Fahrrad muss das sein. Und heute sage ich, muss sein, weil wir fahren recht viel mittlerweile. Ich sag mal so, da wir das auch zum Einkaufen halt nutzen, so im Schnitt 40 Kilometer fahren wir auf jeden Fall damit immer. Am Tag? Ja, am Tag. 40 Kilometer fahren wir damit. Und wenn wir natürlich eine Tour machen, wir haben also auch schon zweimal eine Tour gemacht mit um die 60 Kilometer. Da haben wir dann ein kleines Picknick mit eingebaut und also war auch schon toll. Und ja, ich denke mal, in Zukunft planen wir also noch ein bisschen was. Zum Beispiel eine Fahrt nach Ostfriesland planen wir. Aber dafür muss das Wetter erstmal ein bisschen beständiger werden. Und natürlich müssen die Hotels erstmal wieder aufhaben. weil wir sind jetzt keine typischen Camper. Wir mögen also dann eher ein tolles Hotel mit Übernachtung. Und ja, aber jeder halt wie er mag. Ja, das zu den Fahrrädern und ich denke mal, das war es soweit. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir angesprochen. Ansonsten, wenn ihr Fragen zu den Fahrrädern selber habt, einfach in die Kommentare rein. Ja. Ja, alles in den Kommentaren. Wenn es gefallen hat, Daumen hoch. Daumen hoch, freuen wir uns drüber. Gerne ein Abo da lassen, damit man immer am Laufenden ist. Wie gesagt, sind hier noch einige Videos demnächst geplant. Ja, Sonne scheint jetzt mittlerweile auch. Genau. Weil wir müssen sagen, das ist unser zweiter Anlauf hier. Deswegen, es sieht vielleicht auch noch immer, weil man das nicht so gewohnt ist, noch ein bisschen laienhaft aus, wenn man das macht. Weil wir haben die Aufnahmen vorhin schon mal gemacht, sind dann in strömenden Regen gekommen. Das hat hier geschüttet ohne Ende, wo wir angefangen haben. Also wir haben quasi alles aufgebaut und dann fing es an zu regnen. Also nicht zu regnen, es schüttete. So, dann haben wir weiter aufgenommen, sind dann mal eben ganz kurz ins Büro gegangen und haben reingelegt und guckt, ist alles in Ordnung? Ja, dann haben wir festgestellt, dass wir von dem Rodeweiler Go den Sender nicht anhatten. Also hier von diesem Puschel, ne? Aber da war also keine Tonspur vorhanden. Ne? Und haben wir die Geschichte jetzt nochmal gemacht? Ja, jetzt scheint sogar die Sonne. Alles also, wunderbar. Alles gut. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.